Ich halte einen Militäreinsatz generell für sehr gefährlich. Abgesehen von den rechtlichen und praktischen Fragen ist ein solcher Beschluss ganz sicher das falsche Signal. Der UN-Sonderbeauftragte für Migration, Peter Sutherland, hat bereits Mitte der vergangenen Woche vor den Gefahren eines solchen Einsatzes gewarnt. Es ist völlig unklar, welche Reaktion eine solche Operation in der Region auslösen kann. Ein Militäreinsatz geht zudem völlig an dem Kernproblem vorbei. Die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, sind andere. Wie schaffen wir es beispielsweise, einen legalen Zugang zum Asyl für Schutzbedürftige, die in Libyen darauf warten, per Schiff nach Europa kommen zu lassen? Lösungen in diese Richtung gibt es leider noch immer nicht. Die Kommission hat eine Verdreifachung der Ressourcen für die gemeinsamen Frontex-Operationen Triton und Poseidon in den Jahren 2015 und 2016 angekündigt. Dazu hat die EU am 13. Mai 2015 einen Plan zur Berichtigung des Haushalts für das Jahr 2015 angenommen. Dadurch sollen die notwendigen Mittel von insgesamt 89 Millionen Euro bereitgestellt werden. Darunter fallen 57 Millionen Euro aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und 5 Millionen Euro Soforthilfe aus dem sogenannten Internal Security Fonds. Ende Mai 2015 soll außerdem der neue Triton-Ersatzplan vorgestellt werden. Ich bin bei der neuen Migrationsagenda der Kommission vorsichtig optimistisch, dass wir es endlich in die richtige Richtung vorangeht. Wir fordern als europäische Sozialdemokraten schon lange, dass mehr in die Seenotrettung investiert wird. Daher begrüße ich, dass die EU-Kommission nun mit ihrem Ansatz die Forderung des Europäischen Parlaments nachvollzieht. Zwar seien mit den jetzigen Vorschlägen noch keine grundsätzlichen Überarbeitungen der Dublin-Regelung sichergestellt, dieser notwendige Schritt könnte aber 2016 im Rahmen der Bewertung der Verordnung erfolgen. Wir müssen aber grundsätzlich vom Triton wieder zurück zum Mare Nostrum, humanitäre Seenotrettung. Und dazu gibt es eine Initiative aus der privaten Situation heraus, dass ein Kapitän mit dem Namen Klaus Vogel eine europäische Seenotrettung aufbauen möchte mit den Ländern Deutschland, Frankreich und Italien. Der Beginn mit 1,5 Millionen ein Schiff von 80 Metern Länge zu chartern, damit wir die Menschen im Mittelmeer retten können. Und gleichzeitig möchte er langfristig den Flüchtlingen aus dem Mittelmeer bei den karibischen Inseln, aber im Mittelmeer eben nicht nur in Nordafrika, sondern auch zwischen Griechenland und der Türkei, diesen Menschen helfen. Und wir sammeln jetzt diese 1,5 Millionen, eine Initiative eben aus der privaten Initiative heraus. Und mehr Informationen sind dazu auf meiner Webseite oder unter SOS Mediterranee oder SOS Mittelmeer zu finden. In der Migrationsagenda wurden als Sofortmaßnahme auch endlich verbindliche Verteilungsschlüssel für den plötzlichen Zustrom von Flüchtlingen eingeführt. Basis der Verteilung unter den Mitgliedstaaten sind die Kriterien beispielsweise der Wirtschaftsleistung, also BIP, Bevölkerungszahl, die Arbeitslosenquote, aber auch bisher aufgenommene Asylbewerber. Deutschland soll demnach 18,42% der Flüchtlinge aufnehmen. Großbritannien, Irland und Dänemark jedoch sind bei der Berechnung nicht gemäß des Vertrages von Lissabon dabei berücksichtigt. Im Prinzip bin ich froh, dass es einen Vorstoß bei der Flüchtlingspolitik geben soll. Wir fordern schon lange, Asylbewerber europaweit gerecht zu verteilen. Es kann nicht sein, dass bislang gerade mal 5 Mitgliedstaaten über 70% der Anträge in Europa bearbeiten. Dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und der britische Premierminister David Cameron schon im Vorfeld gegen die neue Agenda polemisieren, ist meiner Meinung nach angesichts des Massensterbens im Mittelmeer geradezu zynisch. Für die Schaffung einer Willkommenskultur müssen alle Akteure in der Region involviert werden. Das betrifft Verbände, Vereine, Institutionen, kommunale Verwaltung, Kirchen, Gewerkschaften, aber vor allem die breite Öffentlichkeit und die Flüchtlinge natürlich selber. Hierzu fordern in meinem Landkreis Wittenberg die SPD-Kreistagsfraktion einen runden Tisch. Die Parteien Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen werden das wahrscheinlich unterstützen. In der Altmark hat aber beispielsweise so ein Diskussionsprozess mit öffentlichen Workshops bereits vor Monaten stattgefunden. In Wittenberg hat der SPD-Ortsverein den ersten Schritt mit einem Theaterstück Asyldialoge, der Bühne für Menschenrechte sozusagen, geschaffen. Hier wurden Flüchtlingserlebnisse von Schauspielern vorgetragen und im Anschluss eine Diskussion mit Flüchtlingen geführt, die in Wittenberg leben.
Neben Wittenbergerinnen und Wittenbergern sind viele in der Lutherstadt untergebrachten Flüchtlinge nicht nur gekommen, sondern sie haben sich aktiv eingebracht zu diesem Dialog. Zudem sind wir gerade mit dem Kreissportbund im Gespräch, um ein gemeinsames Fußballspiel mit den Flüchtlingen zu planen oder einen Stadtspaziergang mit anschließendem Kaffeetrinken durchführen. Gerade in der Stadt Magdeburg ist die Unterbringung und Versorgung der Menschen eine gigantische Aufgabe. Aktuell tagt bei der Stadtverwaltung wöchentlich eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Das Hauptproblem sei kurzfristig genügend Wohnraum zur Unterbringung zu erschließen. Deswegen griff man nun auf das Angebot zur Anmietung der Objekte am Lorenzweg von einem privaten Eigentümer zurück. Auch bei über 400 Flüchtlingen in einer Unterkunft ist für eine Integration in der Gesellschaft Sprachunterricht das A und O. Mit einer gemeinsamen Sprache ist der Schritt in die Interaktion, aber auch mit den Magdeburgerinnen und Magdeburgern deutlich leichter. Ich hoffe, dass dafür auch genügend Mittel von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wird, so wie es angekündigt wurde.